Als Kind hatte ich den Nachfolger zu diesem Spiel und irgendwie eine Art Hassliebe dazu. Ich kam nie wirklich weit, das Gameplay war sehr simpel, jedoch habe ich es immer wieder probiert. Es war eben für eine kurze Runde zwischendurch durchaus immer geeignet. Den Vorgänger habe ich jedoch nie gespielt. Höchste Zeit also da mal reinzuschauen. Was taugt Paperboy für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Tengen entwickelt und von Mindscape 1990 bei uns und den USA veröffentlicht. Japan ging dabei leer aus. Das Spiel basiert natürlich auf den großen Spielhallenklassiker aus den 80er Jahren, der im Prinzip denselben Spielablauf bietet. Ihr kennt sicherlich aus dem ein oder anderen Hollywood-Film diese Zeitungsjungen, die morgens auf ihrem BMX-Fahrrad durch die amerikanische Klischee-Vorstadt fahren und die gebundene Tageszeitung vor die Haustüren der Bewohner werfen. Dieses Spiel übernimmt ihr die Rolle dieses Jungen, aber natürlich ist hier alles nicht so idyllisch wie im Film. Paperboy entspringt wie angesprochen aus den Spielehallen der 80er Jahre und so verwundert es grundsätzliche Ziel des Spieles nicht, einen möglichst hohen Highscore zu erreichen. Ihr spielt dabei die Wochentage durch, wobei ein Tag eine Runde ist. Am Anfang jeden Tages bekommt ihr eine Übersicht, welche Häuser überhaupt Abonnenten sind. Liefert ihr dort die Zeitung ab, bekommt ihr Punkte. Wenn ihr es versäumen solltet, die Abonnenten entsprechend mit dem Schriftgut zu versorgen, kündigen sie. Das heißt, am nächsten Tag könnt ihr dort weniger Punkte einheimsen. Ihr müsst euch jedoch die Karte am Tagesanfang nicht allzu genau anschauen. Alle Häuser mit einem Abo haben einen Briefkasten und die anderen nicht. Apropos Briefkasten. Landet eure Zeitung genau im Kasten, gibt es natürlich mehr Punkte als vor der Haustür. Aber nicht nur auf diesem Weg könnt ihr Punkte einheimsen. Es gibt auch hier und da Hindernisse und Spielereien bei den anderen Häusern. So könnt ihr mit euren Wurfgeschossen Grabsteine umwerfen und so weiter. Zum Schluss einer jeden Tagesrunde gibt es noch einen kleinen Hinderniskurs. Dort könnt ihr noch ein paar Bonuspunkte verdienen. Klingt alles recht entspannt, oder? So ganz ungefährlich ist eure Tour leider nicht. Zum einen könnt ihr mit dem Fahrrad nicht stehen bleiben. Ihr könnt etwas schneller fahren oder etwas langsamer, aber nie stehen bleiben. Das ist natürlich Hindernis, da es viele Gefahren gibt, denen ihr ausweichen müsst. Da gibt es herumlaufende Hunde, wild gewordene Rasenmäher oder sogar der Tod höchstpersönlich. Reißt euch eines dieser Hindernisse vom Fahrrad, verliert ihr eins eurer drei Leben. Sind alle aufgebraucht, ist natürlich Game Over angesagt. Das Problem bei den Gefahren ist der kleinere Bildschirmaufschnitt auf dem Gameboy im Vergleich zur Spielhalle. Version. Da ihr nicht sehr weit voraussehen könnt, kommen diese meist sehr überraschend und es muss daher sehr schnell reagiert werden. Der Nachfolger spielt sich im Prinzip deckungsgleich, hat aber den Unterschied, dass ihr auf der anderen Straßenseite auch fahren könnt und so kommen mehr Abwechslungen rein. Auf der technischen Seite merkt man klar, dass Paperboy ein relativ früh erschienenes Spiel ist. Will heißen, sie ist natürlich sehr simpel gestaltet und wird euch jetzt nicht unbedingt in Verzückung bringen. Es ist aber alles klar und gut gezeichnet und der Sound allerdings, der hält sich schon eher zurück. Was taugt Paperboy auf den Gameboy also heute noch? Es ist eine okaye Umsetzung des Spielhallenklassikers. Das Gameplay ist knackig, aber kurzweilig. Ich persönlich finde jedoch den Nachfolger eindeutig besser, da dieser einfach mehr Variationen hineinbringt. Wenn ihr das Modul jedoch günstiger gattern könnt, macht ihr hier mit nichts falsch. Das war der Test zu Paperboy für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.